Hektor auf Reisen von H. Meister, 1905 verfasst, Herausgeber Gerhard Büttner. Als ich dieses Jahr in einem Ostseebade meine Ferien verbrachte, musste ich mich über die vielen aus der Großstadt mitgebrachten Hunde wundern. Eines Abends wollte es der Zufall, dass ich mich mit zwei Berlinern und einem Leipziger Herrn, die alle drei ihren Ami mitgebracht hatten, Bekanntschaft machte. Ein großer Hundefreund, der ich bin, wollte ich über das Warum und Wieso doch näher unterrichten und berührte unter anderem auch die Frage, wie denn der Transport der Hunde vor sich gegangen sei. Meiner ist mit ins Coupé gereist, sagte der erste Berliner. Der zweite meinte erbost, ich musste meinen in Hundeabteil tun, obgleich er sich gebildet benommen hätte als meine Reisegefährten. Aber es war kein Platz mehr da. Der Sachse hatte seinen Mops per Post geschickt, weil er schon außer seiner Frau 14 Gepäckstücke bei sich gehabt habe. An diese Unterhaltung musste ich denken, als ich in einer Zeitschrift eine sehr praktische Hundeversandkiste beschrieben fand und mir sagte, dass auch über die zweckmäßigste Art des Transports gewiss mancher orientiert sein möchte. Zunächst ist zu unterscheiden, ob der Hund mit oder ohne menschliche Begleitung reist. Im ersten Falle sind einfach die Bestimmungen der Verkehrsordnung für die Eisenbahnen Deutschlands zu beachten, die ich daher hier im Anschluss folgen lasse. Hunde und andere Tiere dürfen in den Personenwagen nicht mitgeführt werden. Ausgenommen sind kleine Hunde, welche auf dem Schoße getragen werden, sofern gegen deren Mitnahme von den Reisenden derselben Abteilung Einspruch nicht erhoben wird. Die Mitnahme von größeren Hunden, insbesondere Jagdhunden, in die dritte Wagenklasse darf ausnahmsweise gestattet werden, wenn die Beförderung der Hunde mit den begleitenden Personen in angeforderten Abteilungen erfolgt. Die Beförderung anderer von Reisenden mitgenommenen Hunde erfolgt in abgesonderten Behältnissen. Die Mitnahme kann nicht verlangt werden, soweit solche Hundeabteilungen in dem betreffenden Zuge nicht vorhanden bzw. schon besetzt sind. Bei Aufgabe von Hunden, auch von solchen, welche ausnahmsweise in den Personenabteilungen mitbefördert werden, sind Hundekarten zu lösen. Gegen Rückgabe der Hundekarte wird der Hund auf der Bestimmungsstation verabfolgt. Die Eisenbahnverwaltung ist nicht verpflichtet, Hunde, welche nach Ankunft auf der Bestimmungsstation nicht sofort abgeholt werden, zu verwahren. Für das Ein- und Ausladen der Hunde als Begleiter von Reisenden sowie für ihre Überführung bei Wagenwechsel haben die Begleiter selbst zu sorgen. Kürzlich ist nun noch eine Bestimmung der sächsischen und, wenn ich nicht irre, auch der preußischen Staatsbahn erlassen, dahingehend, dass auf solchen Strecken, die viel von Jägern befahren werden, einzelne Wagenteile für Jäger mit Hunden reserviert werden, um Belästigungen der übrigen Reisenden vorzubeugen. Den Transport im Hundecoupé würde ich nach Möglichkeit vermeiden, denn hier sind die Tiere nicht nur der Gefahr ansteckender Krankheiten ausgesetzt, sondern sie werden auch oft in wüste Raufereien verwickelt. Ist der Hund ohne Begleiter,
so erfolgt die Beförderung per Eilgut oder per Post. Bei schweren Hunden und bei großen Entfernungen ist jedoch der Versand per Bahn mit Rücksicht auf die Kosten vorzuziehen. Der Postversand hat im Winter dagegen den Vorzug, dass die Postwagen geheizt sind, was bei deren Gepäck und Güterwagen nicht der Fall ist. Der Hund kann nicht nur als Fracht, sondern auch als Gepäck aufgegeben werden. Und diese Art der Beförderung ist als die angenehmste und prompteste allgemein vorgezogen. Die Lösung einer Fahrkarte ist hierbei nicht notwendig. Die Aufgabe erfolgt auf Gepäckschein zur tarifmäßigen Gepäckfracht. Letztere beträgt mindestens 50 Pfennig, in Schnellzügen mindestens eine Mark. Sofern die Sendung mit der vollen Adresse des Empfängers versehen ist und der Gepäckschein der Sendung beigegeben wird, erfolgt die Auslieferung nach den für den Güterverkehr bestehenden Vorschriften. Natürlich kann der Empfänger, wenn er sich als empfangsberechtigt legitimiert, den Hund auch gleich beim Eintreffen abholen. Für die Errichtung der Transportkiste gibt es einschlägige Vorschriften. Neben Kisten werden vielfach auch Transportkörbe verwendet. Ja, auf einer kürzlich besuchten Hundeausstellung beobachtete ich, dass die Aussteller ausschließlich Körbe benutzt hatten, vermutlich des leichteren Gewichtes halber. Bei sehr empfindlichen Hunden mag ja die Kiste, die keine Zugluft durchlässt, vorzuziehen sein. Beim Regenwasser dürfte es sich auf alle Fälle empfehlen, den Korbdeckel außen mit undurchlässigem Stoff zu bekleiden, damit das Wasser nicht durchdringt und abfließen kann, wenn der Korb etwa auf freiem Bahnsteig dem Regen ausgesetzt ist. Eine am Korb angebrachte Aufschrift vor Nässe schützen kann, wenn sie auch nicht immer beachtet wird, jedenfalls nicht schaden. Das Futter wird entweder in die Kiste getan oder bei längeren Reisen von außen verabreicht. Im letzteren Fall ist an der Kiste und im Frachtbrief der Vermerk anzubringen, es wird ersucht, den Hund auf den Stationen X und Y zu füttern. Die Kosten ersetzt der Empfänger. Am Tag vor der Reise füttere man den Hund wenig, aber kräftig. Am besten mit gehacktem rohen Fleisch und Brot. In der Kiste wird ein Lager aus reinem Stroh bereitet. Wird der Hund an die Leine gelegt, so soll letzterer nicht am Boden, sondern an der Decke der Kiste befestigt werden und nur so lang sein, dass der Hund an jeder Stelle bequem liegen kann.